Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir müssen jetzt den Wutmotor anwerfen, forderte Thomas Müller nach dem 1:5 Debakel der Bayern in Frankfurt. Keiner versteht es so wie er, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Während sich die Kollegen wegduckten, war Müller schon wieder verbal im Kampfmodus. Gelebt es mir san mir. Allerdings würde das den Bayern auch auf dem Platz gut tun. Dort aber blieb die Bayern-Legende gestern mal wieder weitgehend außen vor. Warum eigentlich? Das ist eine von vielen Fragen, die sich stellt nach dem niederschmetternden 1:5 der Münchner in der Main-Metropole. Das sind unsere Themen. Die Bayern-Blamage. Terzic unter Druck und das Duell der Überflieger VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen hielt heute Nachmittag, was man sich davon versprochen hatte, endete 1:1, ein Ergebnis, das den Bayern nicht unrecht sein dürfte, liefert aber auch viele Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen werden. In dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Lothar Matthäus sagte gestern, ich bin gespannt auf die Schlagzeilen, die es heute nach diesem Bayern-Pleite zu lesen gibt. Herzlich willkommen, lieber Lothar, herzlich willkommen an Jörg Jakob, den Chefredakteur des Kicker. Er findet, die Bayern-Abwehr genügt nicht höchsten Ansprüchen. Herzlich willkommen an Patrick Berger, der sich für Sky vor allem über Borussia Dortmund kümmert und glaubt, dass es spätestens im Sommer beim BVB Veränderungen geben wird. Und schönen guten Abend auch an Dennis Aogo, der unter anderem beim VfB Stuttgart spielte und den Eindruck hat, dass Sebastian Hoeneß einen sehr guten Zugang zur Mannschaft findet. Nochmal ein herzliches Willkommen an alle. Und Lothar, haben die Schlagzeilen, die du heute gelesen hast, das wiedergespiegelt, was du gestern auch wahrgenommen hast aus der Ferne? Ja, natürlich. Man konnte ja gar nichts anderes erwarten. Also, dass man bei Bayern München natürlich noch genauer hinschaut. Bei Siegen werden sie gelobt. Jetzt müssen wir sie wieder mal kritisieren. Haben ja in der Bundesliga bisher eigentlich sehr gut nicht nur gepunktet, sondern auch in den letzten Wochen besser gespielt, dominant gespielt. Und deswegen, glaube ich, kam für viele, nicht nur für mich, diese Niederlage, generell die Niederlage. Und dann das noch in dieser Höhe, mehr wie überraschend. Sie war ja nicht einmal so unverdient, weil Frankfurt hat im Endeffekt die Fehler der Bayern ausgenutzt und Bayern hat keine Antworten gehabt auf die Gegentore. Sie haben sich dann im Endeffekt ergeben und das ist nicht Bayern-like. Und deswegen hat Thomas Müller im Endeffekt im Interview nach dem Spiel das Richtige gesagt. Wir müssen jetzt wieder wirklich anders denken. Wir müssen dahin kommen, wo wir dominant spielen. Und ich glaube, dass die 10 Tage Pause nach dem Spiel gegen Kopenhagen, Ausfall gegen Union Berlin, dem Bayern gar nicht gut getan hat. Wie hast du das früher nach den wenigen deutlichen Niederlagen gehandhabt? Ich erinnere mich spontan an eine Niederlage auf dem Betzenberg, als Franz Beckenbauer Trainer war. Ja, wir haben natürlich auch Spiele verloren. Ich habe auch in Freiburg mal 5:1 verloren. Aber Bayern München weiß man ja, und das hat man ja nach dem Spiel in Saarbrücken gesehen, beim Auswärtsspiel in Dortmund. Da kommt dann schon eine Reaktion. Und wie gesagt, die wird auch kommen. Ausrutscher, aber normalerweise, wie gesagt, man stellt sich viele Fragen. Warum Musiala in der zweiten Halbzeit? Warum Müller in der zweiten Halbzeit? Warum nicht von Anfang an? Warum ist die Mannschaft so löchrig, in der Defensive so löchrig? Es sind viele, viele Fragen, die der Trainer beantworten muss. Schön ist immer, dass man sagt, auch Terzic oder Marco Rose hat es gestern gesagt, wir haben gut trainiert in dieser Woche. Ja, wichtig ist, was du am Samstag ablieferst. Da kannst du noch so gut trainieren, wie du möchtest. Ja, da kann alles funktionieren. Und wenn es am Samstag nicht funktioniert, dann bekommt man auf die Fresse. Und das, glaube ich, ist man gerade beim FC Bayern gewohnt. Wie gesagt, natürlich eine bittere Niederlage, vor allem das Wie ist ja das, was besonders wehtut. Werden wir gleich in aller Ruhe besprechen. Zum Einstieg, war das ein Ausrutscher oder mehr? Naja, zunächst einmal war es schon die Bestätigung, dass diese Abwehr allerhöchsten Ansprüchen nicht genügt in dieser Saison. Und Thema Ausrutscher, es war natürlich ein Extremfall. Also Bayern verliert nachweisbar sehr selten so deutlich, aber so erschreckend schwach von Anfang an hat man sie ja schon seit Jahren schon nicht mehr erlebt. Hm. Und das muss natürlich adressiert werden in dieser Woche. Nochmal extremer Ausrutscher in dieser Deutlichkeit. Die werden sich auch wieder fangen, aber sie haben ein ständiges Problem in der Abwehr. Wie ist beim BVB
die gestrige Niederlage zu werten. Natürlich stark beeinflusst durch den Platzverweis von Hummels. Aber unterm Strich steht eben, dass Borussia Dortmund jetzt schon 4 Punkte Rückstand auf Leipzig und damit auf den Champions-League-Platz hat. Ja, auf jeden Fall. Leipzig ist auch einer der Verfolger, mit denen man sich duelliert als Borussia Dortmund. In den letzten 6 Spielen gegen Leipzig 5 Niederlagen kassiert. Das tut natürlich weh aus Dortmunds Sicht. Und schlimmer noch, wenn man mal in diese Top-4-Gruppe guckt, hat man gegen alle Mannschaften verloren, gegen Stuttgart 2-mal deutlich. Okay, ein 1-1 gegen Leverkusen, aber mit einer Spielart, die nicht zu Borussia Dortmund passt. Das war schon sehr, sehr destruktiv, sehr hinten reinstellen. Gestern mit einem anderen Ansatz, schon ein bisschen mutiger, auch so die ersten 10 Minuten, 15 Minuten bis zu dieser roten Karte, die ja völlig berechtigt war gegen Mats Hummels. Was zumindest positiv war gestern, ist, dass die Mannschaft den Kampf angenommen hat. Und da auch, Lothar, was ja auch bei dem Spiel mit einer gewissen Leidenschaft auch in dieses Spiel reingegangen ist. Das haben die Fans dann auch ein Stück weit attestiert nach dem Spiel, aber trotzdem muss unterm Strich von Borussia Dortmund viel mehr kommen, das ist klar. Wir wollen zunächst über die Bayern sprechen. Was war da gestern los? Hat es dich, Lothar hat gesagt, er hat im Radio gedacht, irgendwie die Teams seien vertauscht gewesen sozusagen. Spaßeshalber, wie ist es dir gegangen? Ja, es war auf jeden Fall total überraschend. Aber ich würde auch mitgehen. Ich glaube, und das sage ich nicht erst seit jetzt, sondern schon seit ein bisschen längerer Zeit, dass ich glaube, dass der FC Bayern... Die Defensive, das erinnert mich fast schon ein bisschen an unsere Nationalmannschaft, wo man sagt, okay, wir haben in der Offensive extreme Qualität, immer in der Lage, nach vorne hin was zu kreieren. Aber fürs allerhöchste Regal, glaube ich, ist in der Defensive auch beim FC Bayern, stimmt das nicht. Trotzdem muss der FC Bayern natürlich in der Lage sein, gegen eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt zu bestehen und sie auch zu bespielen. Aber manchmal gibt es auch so Tage, wo ich habe auch von Mario dann ein Interview gehört, zur richtigen Zeit haben sie auch die Tore gemacht, waren sehr, hatten eine sehr hohe Produktivität am Ende. Und da ist vieles zusammengekommen. Deshalb glaube ich nicht, dass der FC Bayern das in den nächsten Wochen nicht wieder korrigieren wird. Aber insgesamt, und ich glaube, das wird man auf Strecke sehen, glaube ich, fehlt die letzte Top-Qualität in der Defensive. Ja, und gestern standen sie, das muss man sagen, ich war bei diesem Spiel neben sich. Also diese ganzen Abwehrfehler und individuellen Aussetzer vor den Toren sind schon ungewöhnlich gewesen. Und dadurch kam dann am Ende, Jürgen Müller, eine Niederlage zustande, die dann eben auch ungewohnt ist für Bayern-Verhältnisse. Es ist immer eine große Geschichte, wenn die Bayern mal verlieren. Doch wenn sie 1-5 untergehen und das auch noch zu Recht, hinterlässt das ein paar Fragezeichen mehr. Die Mannschaftsleistung ist heute einfach ungenügend und zur Mannschaft zähle ich als Trainer mit dazu. 5-1 zu verlieren, da muss eine Reaktion folgen, da muss der Wutmotor angehen. Ein bisschen mehr Giftigkeit wäre schon am Anfang gewesen. Die Bayern liefen 10 Kilometer weniger. Obwohl sie im Gegensatz zu Frankfurt ausgeruht waren, nach 9 Tagen Wettkampfpause. Wir müssen eine Schippe oder zwei drauflegen in den Sachen, dass wir nach dem Spiel merken, dass wir an die Grenze gegangen sind. Und wenn wir dann eben nicht nur dieses ein Pferd springt nur so hoch, sondern dann überspringen wir halt mal. Und da müssen wir zulegen. Die Bayern, oft nur Zuschauer, Druck ausüben, sieht anders aus. Dass uns da die Spannung gefehlt hat oder was nach der Woche, das sah auf jeden Fall so aus, als wenn auch wenn es jetzt intern bis gestern und heute um 3:30 nicht so ausgesehen hat, sah es ab 3:30 definitiv so aus. Was auch damit zu tun hatte, dass kurz vor 3:30 die Frankfurter Aufstellung Tuchel ins Grübeln brachte. Wir hatten eine Viererkette erwartet, das war eine Viererkette, aber dann auf dem Spielberichtsbogen sah es von Namen aus wie eine Fünferkette. Wir haben einfach auch noch mal ganz kurz vorm Spiel nach dem Aufwärmen zu viele Informationen gegeben und haben ein bisschen Fokus weggebracht von dem, was wir eigentlich haben wollten. Und so fielen die Tore, meist ausgelöst durch grobe, individuelle Patzer, wie Kim vor dem 2:0 oder Kimmich vor dem 3:0. Vielleicht noch wichtiger, nach den Patzern war noch genügend Zeit, das Ganze auszubügeln, meist in Überzahl. Das zweite, dritte, vierte Tor sind in allen Situationen in Überzahl. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, uns so zu verhalten, dass wir die Torgefahr, ich weiß nicht, erkennen und sie dann auch so zu Ende verteidigen, dass kein Tor passiert. Was den Verantwortlichen nicht entgehen wird, im Kader fehlen auch Optionen an gelernten Abwehrspielern. Bayern ließ schon öfter hinten zu viel zu.
Das ist ja nicht das erste Mal. Also die hatten ja nur das Glück, dass in der Vergangenheit die anderen die Chancen nicht genutzt haben. Die Chancen waren ja immer da. Immerhin, zu den Fans gingen sie diesmal nach Abpfiff. Bezeichnend allerdings, dass sich nur einer zum Interview stellte, Thomas Müller. Der erst beim Stand von 1:5 eingewechselt wurde. Wir werden zurückschlagen, wir werden zurückkommen, aber wir haben nicht viel Zeit. Die Bayern und der Wutmotor. Es fehlt etwas in diesem Team der Ausnahmekünstler. Nicht erst seit Frankfurt. Ein Thema war gestern der fehlende Rhythmus. Jetzt ist es so, Jörg, dass man auf der anderen Seite immer wieder mal hört, auch von Thomas Tuchel, es gebe latent eine Überbelastung. Was ist denn jetzt die Wahrheit zwischen diesen beiden Polen? In jedem steckt ein Fünkchen Wahrheit drin. Zunächst einmal Überbelastung, da hat der Trainer Thomas Tuchel und viele andere recht. Nach einer Länderspielpause, wenn die Spieler kurz vor dem Spieltag wieder zurückkommen, zum Teil nach langen Auslandsflügen. Und du hast auch vielleicht nur eine Stunde, zwei Zeit, um aufs nächste Spiel vorzubereiten. Das ist schon eine Form der Überlastung, die ich zunächst einmal schwächt im nächsten Ligaspieltag. Und da sind alle Mannschaften betroffen, speziell aber auch die großen Mannschaften, die ganz stark Nationalspieler haben. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass du einen gewissen Rhythmus brauchst, um diese Wettkampfhärte zu haben. Und zwar von Beginn an, das fehlte ja bei Bayern gestern total. Ich sage aber auch, das kann nie und nimmer eine Erklärung und auch keine Entschuldigung sein. Denn 10 Tage habe ich Zeit, eine gewisse Frische mental und auch körperlich herzustellen und dann als FC Bayern mit seinem Aufgebot eine Mannschaft aufzubieten, die von der ersten Minute an da ist. Mhm. Also da würde ich schon sagen, ja, du brauchst im Fußball einen Rhythmus, gar keine Frage. Aber so von Anfang an überhaupt nicht auf dem Platz zu sein, da stimmt ja an der Einstellung grundsätzlich was nicht. Das finde ich tatsächlich auch. Also interessanter Punkt. Das Thema der Überbelastung gebe ich Tuchel und Co. in Teilen recht, aber jetzt nicht in dieser Woche, weil man hatte 10 Tage Zeit, um sich ein Stück weit auch auszuruhen und eigentlich fokussierter zu sein denn je, weil wann passiert es mal, dass die Bayern 10 Tage sich ausruhen können? Was ich eher krasser fand in diesem Spiel war das Mentalitätsthema, das wir eigentlich in der Bundesliga an manchen anderen Stellen immer verortet haben. Schöne Grüße nach Dortmund, dass diese Mannschaft den Kampf, die Leidenschaft in keiner einzigen Spielminute in Frankfurt, wo man eigentlich weiß, was sich erwartet, angenommen hat. Das, finde ich, muss der Mannschaft eigentlich mehr zu bedenken geben. Ja, hat Müller ja im Prinzip auch angesprochen mit dem Pferd, dass man ein bisschen höher springen müsste, als es reichen würde. Genau. Ja. Also ich erinnere mich zu meiner Zeit, Lothar wird das auch bestätigen können, es ist natürlich am schönsten, wenn du alle 3 Tage spielst, selbstverständlich. Und manche Dinge, die laufen dann intuitiv. Wenn du jetzt mal 10 Tage am Stück kein Spiel hast, dann kann das schon sein, dass du diesen Druckabfall verspürst. Und wenn du dann in so einen Hexenkessel reinkommst und von der ersten Minute merkst, es tut weh, hast dann auch das Momentum nicht auf deiner Seite, kann das schon in so einen Negativkreislauf kommen. Aber ich glaube, was das Erschreckendste ist, dass man im Laufe des Spiels nie das Gefühl hatte, dass der FC Bayern angekommen ist im Spiel und das nicht geschafft hat. Ich glaube, ich habe auch ein Interview von Leon gehört, wo er sich selbst auch in die Kritik genommen hat und gesagt hat, da zählt es eigentlich, Führungsspieler, da müssen sie da sein und versuchen, die Energie zu unterbrechen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten verwundert, dass sie es nicht geschafft haben im Laufe des Spiels, das umzudrehen und wieder zurück ins Spiel zu finden. Unter anderem, weil es die Frankfurter natürlich auch sehr, sehr gut gemacht haben. Das geht ja dann immer ganz gerne mal unter. Eintracht Frankfurt war auf einem Top-Energie-Level, wenn wir mal den Begriff aufnehmen wollen. Lothar, das ist richtig. Die Gier hat gefehlt bei den Bayern, aber was mich am meisten überrascht hat, ist die Aussage von Thomas Tuchel. Na? Wir haben mit einer Fünferkette oder Dreierkette oder Viererkette gerechnet. Ich persönlich sehe jede Woche, bin ich ja auch im Stadion dabei, häufig Veränderungen während des Spiels. Da muss man ja auch reagieren. Also ich kann ja nach 5 Minuten reagieren auf das, was ich vielleicht vorher nicht angesprochen habe. Sie haben mit einer Fünferkette, glaube ich, gerechnet und dann haben sie mit einer Viererkette gespielt, die Frankfurter. Genau. Ja, das kann ich doch nicht als Ausrede gelten lassen, dass über 90 Minuten ich mit diesem System, wo ich vielleicht beim Gegner erwartet hätte und es ist nicht so gewesen, dann kann ich doch in eine Minute reagieren. Es ist ja auch bei Auswechslungen so. Ich wechsle mal von einer Vierer- auf eine Dreierkette oder habe eine Fünferkette. Da hat man doch alle Möglichkeiten. Und das weiß doch auch jeder Spieler. Bei Bayern München spielt er im gleichen System wie in den letzten Wochen. Spielt mit einer Spitze, spielt mit einem hängenden Spieler dahinter. Es ist Musiala, es ist Choupo-Moting oder es ist Müller. Dann hat man 2 draußen auf den Flügeln. Dann hat man seine Doppel-6 und hinten hat man die 4. Von dieser Seite her hat mich diese Aussage eigentlich am meisten überrascht, dass wir uns auf ein anderes System von Eintracht Frankfurt konzentriert und vorbereitet
gesichert haben. Also wenn ich mich nur auf ein System vorbereite, dann habe ich irgendwas vergessen in diesen Tagen zu machen. Ja, er hat ja dann noch angefügt, dass er die Mannschaft möglicherweise überfrachtet habe, dann mit kurzfristigen Informationen. Der Punkt, der sich anschließt, auch nochmal an dich, Lothar, ist natürlich, muss man nicht einer Mannschaft wie Bayern München zutrauen, diese Dinge dann selber, wenn sie dann tatsächlich passieren, ja, auch auf dem Platz zu regeln. Dafür sind ja an für sich gestandene Spieler da. Habe ich ja gesagt, also dass wir als Bayern München, ist es egal, wie der Gegner spielt. Ich muss ja versuchen, den Gegner mein Spiel aufzuzwingen als Bayern München. Aber gestern hat sie nicht an dem System der Frankfurter gelegen, sondern es war die Einstellung von Bayern München. Die Frankfurter waren gierig, die Frankfurter haben die Tiefenläufe gemacht und die Bayern haben zugeschaut. Und das ist das, was gestern den Unterschied in Frankfurt ausgemacht hat. Ich finde, dieser Verweis auf das Taktische, Systemische ist für mich auch eine Nebelkerze. Dennis hat es ja eben schon gesagt, das Spiel hatte anschließend noch viele, viele Minuten nach diesem absolut schlechten Start, wo man reagieren kann. Gute, normale Bayern erzielen das 3:1, da hat Kimmich mal die Dinge in die Hand genommen, besser gesagt den Ball an den Fuß, ein Tor erzielt und nach dem 3:1 denkst du eigentlich, jetzt wird es nochmal gefährlich. Jetzt, ne, nehmen die Bayern das Heft in die Hand. Pustekuchen. Gestern war gar nichts, außer dem 4:1 und dem 5:1. Und das muss ich nochmal einfach nur bestätigen. Es war Zeit genug, sich auf diesen Gegner einzustellen, der allerdings selbst auch fantastisch gespielt hat. 100%. Also ich frage mich, ich weiß nicht, ob Tuchel vielleicht so auch ein bisschen durch diese Aussage ablenken. Jetzt diskutieren wir über das Thema, ja, taktisch. Vielleicht will er auch ein bisschen ablenken von anderen Themen, die es im Verein gibt, die Rumoren, weil es gibt viele Transferthemen, das haben wir im Sommer auch ausführlich diskutiert. Aber vielleicht hat er einfach nur in dem Moment auch ehrlich gesagt, was ihm durch den Kopf ging. Er hat ja vorher auch gesagt, das ehrt ihn ja durchaus, auch er hat eine ungenügende Leistung an diesem Tag erbracht. Ja, erstmal genau, Chapeau an der Stelle, weil das muss man ja auch sagen. Es gibt, glaube ich, wenige Trainer, die so selbstkritisch sind und das vielleicht auch auf ihre Kappe nehmen, aber ich glaube, ganz tief in ihm, da brodelt es schon, was gewisse Themen auch in der Transferpolitik angeht und bin sehr davon überzeugt, dass die Bayern im Winter etwas machen werden und auch müssen, weil mit dieser Abwehr sind sie einfach nicht tauglich, um die ganz großen Ziele zu erreichen. Gestern fiel der Name Araujo, wir werden dann nachher mit Florian Plettenberg noch drüber sprechen, Abwehrchef des FC Barcelona, aber ich würde gerne bei dieser Frage bleiben, die Lothar jetzt auch nochmal aufgeworfen hat. Wie viel muss man nicht eigentlich auch der Mannschaft zutrauen? Und umgekehrt, ist es ein Kennzeichen dieser Trainergeneration, auch Nagelsmann, dann zu viel Input manchmal liefern zu wollen? Naja, ich glaube, ich gebe Lothar recht, Tuchel kann sich nicht hier hinstellen und sagen, ja, Viererkette, Dreierkette. Vor allen Dingen steht er ja dafür, eigentlich ein Taktikfuchs auch zu sein, der auf viele Dinge während des Spiels reagieren kann und auch verschiedene Systeme spielen kann. Also ich glaube, das sollte keine Ausrede sein. Trotzdem, hast du es ja vorhin auch schon erwähnt, da stehen so viele gestandene Spieler auf dem Platz und da muss jemand in der Lage sein, die Energie zu brechen oder die Mannschaft aufzuwecken, Zeichen zu setzen. Und oftmals ist es halt so, dass das so klar aus der Mitte kommt, aber ich glaube, da haben viele Spieler auch ein bisschen eigene Themen gerade, ob das Jo ist. Leon ist besser in Tritt gekommen, aber dann eine Reihe dahinter, finde ich, wenn man Kim, Upamecano, sind beide Spieler, die eine große individuelle Qualität haben, aber die immer wieder für so Aussetzer gut sind. Und ja, die Frage ist, wer soll dieses Heft in die Hand nehmen? Ich sehe diese Charaktere, die gerade auch so gefestigt sind, dass sie das übernehmen können, sehe ich aktuell nicht. Und ich glaube, dann ist es eben schwer in so einem Anspruch Spiel. Anspruch wäre es Kimmich. Ja, aber er duckt sich, muss man auch mal klar sagen. Also wir haben ihn gestern auch angefragt. Er steht nicht zur Verfügung. Müller steht letztlich dann zur Verfügung, der 75 Minuten auf der Bank saß und dann die große Freude hat, zu erklären, warum die anderen auf dem Platz in der Zeit nicht abgeliefert haben. Aber ich finde, da haben wir alle irgendwie auch unseren Teil dazu beigetragen. Jo kriegt schon seit, ich weiß nicht wie lange, immer einen auf den Deckel, wird für alles irgendwie kritisiert, zumindest sehe ich das so. Wird sehr viel kritischer gesehen oder vielleicht auch in eine Position reingedrückt, die ihm gar nicht so richtig gerecht wird. Man spürt das auch, dass er nicht in seiner besten Verfassung ist. Klar, ist auch, trotzdem er so viel erlebt hat, aber auch noch ein junger Kerl. Und er ist nicht im Moment in der Lage, das sieht man, das steht außer Frage. Aber die Frage ist, wenn er es nicht kann, wer ist es denn? Ich meine, Manu war auch verletzt, als Torwart ist eh noch mal ein bisschen schwieriger Einfluss zu nehmen. Aber wer sind jetzt die Typen, die in solchen Phasen das Ruder rumreißen können? Und das sehe ich im Moment nicht. Ja, einer wäre Thomas Müller, aber auf den verzichtet der Trainer sehr häufig. Warum eigentlich?
Er hat auf Musiala auch gestern verzichtet. Also es sind eigentlich gut, der kam aus einer Verletzung. Das kann man. Ja, aber er hat eine Woche vorher schon war einsatzbereit, eine Woche vorher gegen Union Berlin. Wäre der im Kader gewesen, auf jeden Fall. Aber von Anfang an gespielt hat, weiß ich nicht. Hat noch mal eine Woche länger gehabt. Und ein Musiala spielt bei mir immer, wenn er im Kader ist. Weil wegen 10 Minuten muss ich ihn dann zum Schluss auch nicht bringen. Vor allem, wenn es 5-1 zusteht. Ich persönlich sage, es sind viele Spieler bei Bayern München, die mit sich selbst Probleme haben. Kimmich hat in den letzten 2 Jahren richtig, ich sag's jetzt mal, auf die Fresse bekommen, auch von uns, weil er eben vielleicht nicht die Leistung gebracht hat, die wir erwartet von ihm haben. Kim ist noch nicht angekommen bei Bayern München, das hat man auch in den letzten Wochen gesehen. Er hat immer wieder einen Fehler drin, auch gestern nicht unbedingt das saubere Aufbauspiel im Deckungsverbund mit Upamecano, auch nicht diese Sicherheit stellen sie nicht dar. Und somit sind natürlich viele Spieler mit sich selbst beschäftigt. Und Kimmich ist ja eigentlich immer jemand gewesen, mindestens vor einem halben Jahr, wo auch nach verlorenen Spielen eigentlich seine Meinung klar und deutlich vor der Kamera gesagt hat. Also er versteckt sich, nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe, die nämlich in den letzten Monaten, wo Spuren hinterlassen hat. Hat Tuchel damit zu tun? Natürlich die Aussagen mit der Holding Six und ich brauche da einen neuen auf der Kimmich-Position, weil ich Kimmich vielleicht ganz woanders sehe, ist natürlich auch nicht fördernd gewesen, um Kimmich psychologisch zu stärken. Klar ist, dass weder Jo Kimmich noch Thomas Müller vom Trainer Tuchel aus Überzeugung ständig dort genau hingestellt werden, wo sie am besten agieren könnten oder auch situativ, wo pro Gegner vielleicht nochmal Positionswechsel vorgenommen werden. Aber sie spielen halt nicht immer und das zeugt doch davon, dass die komplette Überzeugung dieses Trainers für diese beiden Spieler nicht ausreicht. Und zu Müller muss man sagen, natürlich allein vom Alter her und so weiter ist das ein Thema für den FC Bayern, sich da für die Zukunft Gedanken zu machen. Aber warum spielt Choupo-Moting und ein Müller nicht beim Spiel wie gestern in Frankfurt? Das muss man sich auch als Trainer Tuchel dann fragen lassen. Mhm. Es geht ja nicht nur um Kimmich und Müller. Es ist ja auch Goretzka in Frage gestellt worden. Leimer ist in Frage gestellt worden. Leimer war der Spieler schlechthin, der das Gegenpressing in Leipzig bestimmt hat. Spielt dann rechts hinten häufig und so weiter und so fort. Also den Spielern fehlt die Klarheit. Und das ist so ein bisschen ein Spiegelbild wie in der Nationalmannschaft. Auch da werden viele Spieler mal raus, mal reingenommen. Ein Spieler, ich glaube, will wissen, spiele ich nicht. Bin ich wichtig, bin ich nicht wichtig. Ja, bin ich ein Führungsspieler, dann kann ich eben auch diese Momente, die gestern keiner ordentlich hingebracht hat oder wo keine Ordnung reingebracht hat, dann kann das der Kimmich, dann kann das ein Müller. Aber Müller spielt nicht, Kimmich wird die ganze Zeit hinterfragt, ist es die richtige Position für ihn, was eben auch Goretzka war, was Leimer war, hinten Upamecano kommt aus einer Verletzungspause heraus, Kim ist noch nicht so 100%ig angenommen und dann kommt alles zusammen und dann passieren eben auch solche Leistungen. Trotzdem sage ich, der FC Bayern hat eine bisher lang doch insgesamt vernünftige Saison gespielt. Und jetzt alles jetzt auf den Tisch zu legen, ist möglicherweise dann auch wieder over the top. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass gestern in der Vorbereitung und in der Einstellung das Hauptmanko lag, um diesen Gegner, der angeschlagen war, auch richtig zu nehmen. Ja, ein Stück weit unterschätzt sicherlich auch. Mhm. Wobei so einfach zu sagen, ja, die waren zu arrogant oder haben überschätzt, würde ich nicht sagen, sondern sie waren nicht giftig genug und sind dann von einem wirklich sehr starken Gegner mit einer falschen Einstellung sofort an die Angel genommen worden und haben gezappelt und kamen da nicht mehr los. Aber kann es nicht auch sein, dass das, was Tuchel zugegeben hat, schon auch eine Rolle spielt, weil er das Spiel von Beginn an verrutscht? Er hat ja gesagt, ich habe nach der Ansicht der Aufstellung was anderes vermutet, habe das der Mannschaft kurzfristig an die Hand gegeben, dadurch sozusagen den Matchplan kurzfristig verändert und dann hat man richtig gespürt in den ersten 10, 15 Minuten, dass die Bayern verunsichert waren. Und so etwas kann sich ja durchaus auch durchziehen. Ja, aber wir haben doch, das ist richtig, aber ich finde auch diese fachliche Erklärung völlig okay. Die kann der Trainer bringen. Aber nochmal, du sprichst von 20 Minuten. Hm. Danach sind mal 70 plus Nachspielzeit, indem ich als FC Bayern reagieren kann und auch anders dagegen halten kann. Also nochmal, es ist mehrmals von Gier und von Gift gesprochen worden. Diese beiden Begriffe waren gestern bei Eintracht Frankfurt zu sehen, die auch absolut angeschlagen in dieses Spiel gegangen sind. Die haben ja jetzt zuletzt auch keine auf einer warmen Welle geschwommen. Ne? Dann kommt gestern im Lasen noch im Mittelfeld und Götze macht sein bestes Spiel der Saison. Und plötzlich bist du überrascht. Ja, weil man Mario Götze spielen hat lassen. Nicht nur der Trainer von Frankfurt hat ihn spielen lassen, sondern die Bayern haben ihn auf dem Platz spielen lassen. Und wenn man Mario nicht attackiert, dann ist er natürlich nach wie vor Weltklasse. Ja. Den Bayern ist grundsätzlich nichts zu tun. Nein.
Ja, ich finde grundsätzlich ist in Bayern so aus der Ferne betrachtet, weil ich jetzt nicht ständig in München vor Ort bin, sondern dann doch eher im Westen. Aber dieses Mir-San-Mir-Gefühl ist den Bayern schon, finde ich, ein bisschen abhanden gekommen. So dieses Selbstverständnis, in jedes Spiel reinzugehen. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, das wird ein Selbstläufer für uns. Dann fahren wir wieder nach Hause und blicken ins nächste Spiel rein. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten das Saarbrücken-Spiel mit dem FC Bayern München auch, was jetzt nicht ein ähnlicher Gegner ist, aber zumindest auch ne, immer diese Underdog-Rolle, die Saarbrücken dann hat, die Frankfurt hat und du diese Mannschaft auch ein Stück weit unterschätzt. Und dann, auf der anderen Seite, so fair muss man sein, Bayern noch ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison. Und bis dahin die beste Verteidigung. Und da, genau, und schon auch mit einer Stabilität. Deswegen fand ich das jetzt gestern so überraschend. Also, dass es jetzt mal eine Niederlage geben kann, ich denke, das ist nachvollziehbar. Aber gleich so ein 1-5 und das komplett verdient. Das war für mich die Pointe. Auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem, dass du auch Ergebnisse hattest oder dass diese in Anführungszeichen guten Ergebnisse auf dem Papier vielleicht hier und da auch über diese vermeintliche Stabilität oder diese vermeintlichen Leistungen der Bayern auch ein bisschen hinweggesehen haben. Und dann kann man diese Liste an Spielern, die mit sich selbst beschäftigt sind, Kimmich, was ihr völlig richtig diskutiert habt, dass der dann auch durch diese Holding-Six-Debatte von Tuchel auch das Selbstvertrauen wieder ein bisschen genommen wurde. Dann haben wir Spieler wie Serge Gnabry, die völlig neben sich stehen, Alfonso Davis, der mit den Gedanken schon irgendwo bei Real Madrid oder woanders ist, weil er Abwanderungsgedanken hegt. Und das ist einfach nicht förderlich für das Klima beim FC Bayern. Ja, Coman setzt auch relativ wenige Glanzlichter. Müssen sich die Bayern Sorgen machen, wenn es Spiele gibt wie gestern, wo Kane praktisch nicht in Szene gesetzt wird, weil dann passiert nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, man muss schon auch bei all der Debatte schon nochmal relativieren. Also der FC Bayern steht jetzt nicht so schlecht da, wie wir jetzt vielleicht gerade diskutieren. Aber auf der anderen Seite... Schon ein paar Punkte hinter Leverkusen ist aus dem Pokal raus. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, solche Probleme zeigen sich auch erst, wenn ein bisschen Gegenwind kommt. Ne? Und dann, wenn man mal zurücklegt und dann, wenn man mal eine Niederlage hinter sich hat. Und dann zeigt sich ja auch wirklich erst innerhalb einer Mannschaft, wer ist denn jetzt wirklich da und wer kann das Spiel beeinflussen. Deshalb ist das schon, finde ich, eine gerechtfertigte Diskussion, die uns wahrscheinlich auch noch weiter begleiten wird. Ich denke, umso länger die Saison geht und dann auch in der Champions League, wenn es dann um die Wurst geht, glaube ich schon, dass sich diese Eigenschaften der Mannschaft schon nochmal zeigen werden. Die Frage ist halt, und Lothar hat das richtig gesagt, wenn man alle Spieler im Laufe einer Saison anzählt und wirklich nicht einer Achse das Vertrauen gibt und sagt, hey, ihr seid meine Männer, auf die ich mich verlassen kann und ich gebe euch da auch diese Verantwortung und auch diese Rückendeckung, dann ist es schwer, in solchen Momenten, wo es dann Gegenwind gibt, dann darauf zu hoffen, dass die dann das Ruder rumreißen. Das ist nahezu nicht möglich. Wir kommen später ja sowieso auf das Spiel von heute Nachmittag, Stuttgart gegen Leverkusen. Da sieht es genau anders aus. Die haben eine Achse, die haben ihre Führungsspieler und die dann auch ihre eigene Qualität im Dienst der Mannschaft stellen können und deswegen eben auch diesen erfolgreichen Fußball spielen. Nochmal, natürlich haben wir Bayern München auch gegen Dortmund gelobt. In den letzten Wochen haben sie wieder eigentlich so diesen Fußball gespielt, den wir von ihnen gewohnt sind. Aber natürlich gestern, das ist ein Rückschlag gewesen, den man in dieser Form einfach nicht als Bayern München hinnehmen soll, sondern man muss diese Diskussion annehmen. Auch bei Bayern München wird ganz sicher intern ähnlich diskutiert, wie wir hier am Tisch. Da wird Thomas Tuchel auch Klartext sprechen. Da wird es nicht allein um die Dreier- oder Viererkette gehen, die wir die Frankfurter gespielt haben, sondern auch um die Einstellung, die wir gerade kritisiert haben. Absolut normal. Ich glaube, Thomas Tuchel wird ähnliche Worte wählen, wie wir hier im Endeffekt heute Abend bei Sky90. Glaubst du, dass er bei Müller noch mal umdenkt? Also wenn er auch darüber nachdenkt, ich könnte mehr Führung auf dem Platz gebrauchen, Müller ist der Typ, der in der Lage ist, das zu tun. Ja, warum soll er jetzt auf einmal umdenken, wenn er schon 3-4 Monate nicht daran gedacht hat? Und jetzt kommt Bedarf gibt. Und jetzt kommt Musiala auch zurück. Und das ist ja, wie wir reden, es ist jetzt ein Spiel gewesen. Vorher hat es ja wieder funktioniert, auch ohne Müller. Oder Thomas ist dann in den letzten Minuten genauso wie gestern reingekommen. Wahrscheinlich hat er sich an ein Spiel erinnert vor 2 Wochen, wo er gewonnen hat mit Choupo-Moting, wo Choupo-Moting auch überzeugend gespielt hat. Und deswegen hat er dann auf dieser Position eben für Choupo-Moting plädiert und nicht für Müller oder Musiala. Ich kann mir den Beginn einer neuen großartigen Freundschaft in dem Zusammenhang nicht vorstellen. Nee, weil dann würde der Trainer, glaube ich, auch an dem großen Ganzen, an dem er ja auch arbeitet, muss man ja auch verstehen, auch nicht mehr festhalten. Da hat er dauernd eine Angriffsfläche. Also kann ich mir nicht vorstellen. Bevor wir Florian Plettenberg mit reinnehmen, eine Frage noch an Lothar. Würdest du heute Abend gerne noch mal das Thema Entwicklung der Bayern unter seiner Regie diskutieren?
Man kann es immer diskutieren, freilich. Ich sage es, wie ich es vor 3-4 Wochen auch gesagt habe. Bis dahin hat Bayern München einige Spiele gewonnen, die nicht Bayern-like waren. Da haben sie eben Punkte geholt. Ja, aber sie haben, wenn wir den Punkteschnitt sehen, wie viel haben sie jetzt? 31 oder was? Ne? 31 Punkte. Ich glaube, mit solchen Punktezahlen wird man auch Meister, wenn es so weitergehen sollte im Verhältnis. Aber natürlich war die über die Leistung, die Ergebnisse haben gestimmt, Champions League auch, frühzeitig qualifiziert. Aber im Endeffekt erwarten wir halt bei Bayern immer ein bisschen mehr wie von anderen Mannschaften in der Bundesliga. Florian Plettenberg ist nicht nur ein Mann für die Bayern bei uns, sondern auch unser Transferexperte. Und der ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Florian. Hallo in die Runde. Gestern hast du durchaus für eine gewisse Belebung gesorgt, noch mal vor der Übertragung, als die Information geliefert wurde, dass die Bayern interessiert seien an Araujo, 24-jähriger Innenverteidiger des FC Barcelona, dort ausgestattet mit Vertrag bis 2026. Und so hast du es, glaube ich, formuliert, das Transferziel Nummer 1 des FC Bayern. Und es hat ein Telefonat nach deinen Informationen gegeben zwischen Sportdirektor der Araujo-Seite oder Araujo selber und Thomas Tuchel. Vielleicht kannst du da noch mal alle mitnehmen, bitte. Erstmal muss man sagen, du hast für Belebung gesorgt, weil du hast die entscheidenden Fragen am Field gestellt. Aber ich kann es gerne noch mal einordnen. Die Bayern, sie geben auf dem Transfermarkt Vollgas. Die Bayern hüllen sich ja derzeit intern etwas in Schweigen und haben sich jetzt intern auch ein bisschen drüber gefeiert, dass der Saragossa-Transfer relativ spät rauskam. Aber wir bleiben natürlich trotzdem dran. Und wir können an der Stelle sagen, die Bayern geben Vollgas und sie lassen sich nicht von großen und von bisweilen unmöglichen Zielen abbringen. Und wir können definitiv sagen, dass Ronald Araujo, 24, Vertrag bis 2026, absoluter Führungs- und Stammspieler bei dem FC Barcelona und auch Kapitän neben Ter Stegen und anderen. Er ist das absolute Top-Transferziel des FC Bayern in diesem Winter. Er ist über 1,90 groß, gefühlt 3 Meter breit. Er hat das Profil, was Thomas Tuchel mag. Und Thomas Tuchel liebt diesen Spieler. Und Thomas Tuchel und Christoph Freund haben nach unseren Informationen am Freitag ein Telefonat gehabt mit Ronald Araujo. Das ist jetzt nicht so, dass man dann da irgendeine Handynummer wählt. Nein, das war ein Videocall, in dem man diesen Spieler richtig heiß gemacht hat. Da ging es jetzt nicht nur darum, hey, wir kennen dich und wir haben dich ein bisschen bei transfermarkt.de gegoogelt. Nein, wir wollen dich. Thomas Tuchel hat diesen Spieler unglaublich heiß gemacht, hat diesen Spieler umgarnt, hat gesagt, ich will keinen anderen, ich will nur dich. Und sie haben gesagt, wir wissen, es ist schwer, dich zu bekommen, aber wir möchten, dass du weißt, wir wollen dich, egal was es kostet. Und die Bayern sind bereit, nach unseren Informationen eine richtige Rekordsumme für Araujo auf den Tisch zu legen. Wir wissen, Hernandez ist bereits die Rekordsumme für ca. 80 Millionen Euro. Die Bayern, wenn sie das Go bekommen von Araujo, werden und wollen bei ihm Vollgas geben. Wir hören mal die Reaktion gestern der Beteiligten, Thomas Tuchel und der Sportchef Freund. Nach Sky-Informationen haben Sie gestern ein Telefonat mit Araujo von Barcelona geführt. Ist da was dran? Das werde ich in keine Richtung kommentieren. Ich habe auch mit meiner Mutter telefoniert, aber keine Meldung. Deshalb. Gibt es denn Interesse? Wir sprechen nur über unsere Spieler. Gibt es denn Interesse an diesem Spieler? Wir sprechen nur über unsere Spieler. Es wird gerade so viel spekuliert, so viele Namen gehen durch die Gerüchteküche. Ich will jetzt zu niemandem was äußern und dazu gibt es nichts zu sagen. Ist kein klares Dementi. Nein, aber grundsätzlich, es gibt gerade so viele Namen, die herumschwirren und so viele Spekulationen, da will ich mich nicht beteiligen. Wie wirkt das, wenn man die Aussagen hört? Ja, also da ist schon was dran. Also wir wissen ja alle, dass Plätti auch sehr gut informiert ist. Deswegen kann man auch sehr gut davon ausgehen. Also es wirkt erstmal sympathisch, dass Tuchel da immer, das finde ich, macht er ja eh immer ganz absolut nett. Er ist immer sehr ein Bauchmensch. Das finde ich wirklich toll, ja, an der Stelle, auch für uns Medienvertreter, dass er jetzt jemand ist, der dann auch mal so einen Spruch raushaut, wie ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Aber wenn da jetzt nichts dran wäre, würde es eine andere Reaktion geben. Ja. Naja. Aber der Blitz, wenn ich das mal einmal sagen darf, ein Hauch von Genialität auch, finde ich, bei Tuchel. Also das dann so wegzumoderieren, fand ich schon, Chapeau. So. Absolut, kann man nur unterstreichen, sowas macht ja auch Spaß. Daran. Absolut. Auch dem Publikum, glaube ich, das ist schon in Ordnung. Und völlig klar ist übrigens, dass du jetzt, alle reden jetzt von Wintertransfers und was weiß ich, wenn du bei den ganz großen Clubs mit ganz großen Spielern und ihren Beratern sprechen willst für den Sommer, dann musst du jetzt die Dinge eintüten, jetzt sprechen. Insofern ist das alles sehr nachvollziehbar.
Und jetzt ist aber natürlich die Frage, Florian, ist das denn jetzt der, der genau ins Profil passt? Es gibt ja diverse Anforderungen. Wir haben gehört und besprochen, die Innenverteidigung im Moment oder die Defensive generell genügt offensichtlich, oder man hat den Eindruck, sie genüge nicht höchsten Anforderungen. Auf der anderen Seite ging es ja auch sehr stark darum, im vergangenen Transfersommer den defensiven Sechser zu holen. Welches Profil verkörpert denn Araujo? Er verkörpert dieses Physische, was Thomas Tuchel gut findet und was er in dieser Mannschaft haben wollte. Und das ist auch der Grund, warum er alles dafür getan hat, um Declan Rice im vergangenen Sommer zu bekommen. Das ist noch keine Thomas Tuchel-Mannschaft. Er möchte aber, dass das eine Thomas Tuchel-Mannschaft wird. Gleichermaßen kann keiner einschätzen, wie lange Thomas Tuchel Bayern-Trainer sein wird. Denn wenn er keinen Titel holt in dieser Saison, bin ich davon überzeugt, wird er im Sommer kein Bayern-Trainer mehr sein. Und dann werden die Bayern auf Xabi Alonso gehen. Das ist aber noch mal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, man muss mittlerweile ganz klar konstatieren, Matthijs de Ligt, ein hervorragender Spieler, leider viel zu verletzungsanfällig. Dayo Upamecano hat nachgewiesen, dass er sich nicht so weiterentwickelt, dass er wirklich Bayern-like spielen kann, auf konstantem Niveau, auf allerhöchstem Niveau. Und Minjae Kim, und das, glaube ich, muss man auch ehrlicherweise konstatieren, läuft den Erwartungen hinterher. Er hatte viele Zweikämpfe, viele Laufduelle, die müsste er für sich entscheiden. Tut er aber nicht. Und insofern ist es meiner Meinung nach legitim, dass Thomas Tuchel sagt, wir brauchen einen Innenverteidiger. Und nochmal, sie suchen zwar einen Sechser, aber die Priorität. Ist Araujo, ist, soweit ich weiß, ein Vierer oder könnte er auch auf Sechs spielen? Er kann sicherlich auch auf der Sechs spielen, aber er ist erstmal ein klassischer Innenverteidiger, der aber auch Rechtsverteidiger spielen kann. Und Thomas Tuchel hat ihm nach unserer Information im Telefonat gesagt, ich sehe dich als Innenverteidiger, wenn du zu mir kommst, musst du aber auch damit klarkommen, dass ich dich ab und zu mal als Außenverteidiger einsetze. Okay. Die Bayern suchen einen Wechsel, aber das ist nicht die höchste Priorität. Ich würde gerne die Runde mit reinnehmen. Dafür, dass die Bayern eigentlich vorgenommen hatten, dass nicht mehr viel rauskommt, wird das Telefonat sehr authentisch wiedergegeben. Lothar, Araujo als Vierer, macht das Sinn oder wäre eine Sechs, defensive Sechs, lassen wir mal Holding Six weg, nicht zu priorisieren? Ich glaube, auf dem Transfermarkt ist einiges nicht so gelaufen, wie Bayern München sich das im Sommer vorgestellt hat. Wenn ich aber diese Diskussion jetzt höre, was soll denn morgen wieder ein Upamecano oder ein Kim oder ein De Ligt denken? Was ist mit uns wieder los? Schon wieder Verunsicherung für die Spieler, die eigentlich jetzt beim FC Bayern zur Verfügung stehen. Also, ganz sicher eine Verstärkung. Ein sehr starker Innenverteidiger, körperlich sehr stark, schnell, Kopfball stark, alles Mögliche. Also gute Voraussetzungen, den FC Bayern gut zu tun. Aber wenn das jetzt schon wieder rauskommt, gibt es ja schon wieder eine gewisse Unruhe. Und diese Unruhe will man ja oder sollte man ja vermeiden. Da ist ja genügend Unruhe da. Ich mache ja schon wieder Spieler schwächer, wenn ich jetzt wieder über Neuzugänge in diese Richtung diskutiere, wo wir ja gerade von unseren Experten eigentlich alles mitbekommen, was vorgestern passiert sein soll. Und ich gehe davon aus, dass wir ja nicht hier eine Märchenstunde haben, sondern dass da an diesem Thema was dran ist. Also meiner Meinung nach ist es auch schon wieder sehr unglücklich, dass sowas nach außen kommt, wenn ich meine Spieler stärker machen möchte, die mir zurzeit zur Verfügung stehen, gerade in der Verteidigung, dann ist das ganz sicher auch nicht unbedingt gut für die jetzigen Spieler, die eben da nur zur Verfügung stehen. Mit De Ligt hat man einen Verletzten, dass man nachlegen muss auf dieser Position, völlig legitim, völlig normal. Und wenn es mit diesem Spieler klappen sollte, ist er ganz sicher auch eine Verstärkung für den FC Bayern. Aber spannend natürlich für uns. Und man kann natürlich auch sagen, die Spiele, die du eben angesprochen hast, müssen einfach bessere Leistungen bringen. Dann hast du eine entsprechende Diskussion. Du hast selber bei den Bayern über viele Jahre Top-Leistungen abgeliefert. Und dass dort geschaut wird, ob Alternativen zur Verfügung stehen, wenn die Leistung nicht stimmt, ist auch Teil des Deals, wenn du bei Bayern unterschreibst. Aber bin ich nicht auch verantwortlich als Trainer, dass ich die Spieler besser mache? Einen Upamecano, der ja hohes Potenzial hat, der ja auch diese Maße hat, wie jetzt der mögliche Neuzugang. Von dieser Seite her hat der Bayern München stabile, große, starke, physisch starke Spieler. Die Spieler sind da. De Ligt ist auch ein großer, starker Spieler. Aber hier kommt noch eine Komponente dazu. Er kann auch rechts hinten verteidigen. Also würdest du sagen, Araujo, wenn die Bayern ihn bekommen würden, wir fragen gleich bei Florian, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Sinnvoll, ja oder nein? Absolut sinnvoll. Florian, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal klappt? Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Bayern zwar nach deinen Infos hoch interessiert, aber sind auch schon noch hohe Hürden zu überwinden. Definitiv. Wir müssen so ehrlich sein, die Transferwahrscheinlichkeit liegt derzeit bei unter 10%. Aber, und das können wir auch sagen,
Wenn Araujo nicht das Grundprozent an Interesse hätte, hätte er gar nicht abgenommen. Dann hätte man diesen Telefontermin überhaupt nicht vereinbart. Also insofern hat sich Araujo das angehört. Und wir hören auch klipp und klar, Araujo war von der Art und Weise, wie Tuchel den heiß gemacht hat, angetan. Es liegt jetzt allein an Araujo, ob er sagt, ey, ich will zu euch. Und wenn er das tut, werden die Bayern Vollgas geben. Und die Bayern sind bereit, über 70 Millionen Euro auszugeben für Araujo. Das Grundproblem ist, er ist bei Barcelona ein absoluter Führungsspieler. Aber wir wissen, die Katalanen sind klamm. Die Katalanen wollen Joao Felix holen, Joao Cancelo verpflichten. Sie müssen Transfererlöse generieren. Das ist die große Möglichkeit der Bayern. Und das können wir auch noch ergänzen, die Bayern haben auch signalisiert, wir haben Kane bekommen. Wir haben Mané bekommen, das hat uns keiner zugetraut, aber wir haben es hinbekommen. Und wenn wir Araujo wollen, dann bekommen wir auch Araujo. Gut, ganz kurz jetzt. Alles Weitere dann natürlich bei eurem Transfer-Update dann auch. Davis, Real Madrid, in Wahrscheinlichkeit? Halte ich für sehr wahrscheinlich. Die Bayern wollen nicht das bezahlen, was er momentan fordert. Er fordert nach unseren Informationen über 10 Millionen Grundgehalt. Es gibt noch kein offizielles Angebot der Bayern, was auf dem Tisch liegt. Und die Bayern sagen intern, die Leistungen, die Davis bringt, entsprechen nicht dem, was er fordert. Die Bayern sind intern unzufrieden mit der Entwicklung und mit den Leistungen von Alfonso Davis. Ich glaube, wenn es so weitergeht, wird Alfonso Davis die Bayern im Sommer verlassen. Und wenn du 60 Millionen bekommst für Real Madrid, musst du Alfonso Davis im Sommer verkaufen. Und Müller, Vertrag in einem Satz? Ich gehe davon aus, dass Thomas Müller seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert wird bis 2025. Er will das Finale darum 2025 nochmal mitspielen im besten Fall. Und ich gehe davon aus, Christoph Freund wird das Ding noch vor Weihnachten eintüten. Na dann, spannende Weihnachten. Dankeschön, Florian, für diese interessanten Informationen. Ganz kurz eingeordnet von der Runde. Dennis schmunzelt. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ein Alfonso Davis, da kommen wir wieder zum Thema. Für mich, das war ja nun mal auch meine Position, einer, der absolutes Weltklasse-Format hat. Die Frage ist halt, wie kriegst du ihn hin? Das ist die viel bessere Frage. Und wo kriegst du einen, der nur ähnliches Potenzial hat? Für den musst du auch eine Schweinekohle auf den Tisch legen. Dann Araujo, im Winter dann als Führungsspieler Barcelona zu verlassen, dann bei Bayern reinzukommen, in ein schon bereit laufende Saison, wo du kaum Vorbereitungszeit hast, dann so viel Geld bezahlen, jeder muss wissen. Ich meine, wenn du im Winter so einen Transfer machst, bezahlst du immer zu viel. Sowieso, die überzahlen, also die bezahlen das Premium für die Fehler, die sie im letzten Sommer gemacht haben. Also es gibt für mich schon einige Fragezeichen, die auch dagegen sprechen. Und Lothar schmunzelt. Wenn Alfonso Davis 10 Millionen verdienen will. Das ist im Verhältnis jetzt nicht viel, wenn man das in Bayern. Das ist ja wenig. Sieht, ne? Also für 10 Millionen würde ich den sofort verlängern. Ich würde sagen, er will eher 15 oder 20. Mhm. Dann würde ich vielleicht sagen, als Bayern vorsichtig. Aber trotzdem, neuer Verteidiger hinten links, der dann auch nicht unbedingt da ist. Guerrero könnte das vielleicht spielen. Kostet er dann auch wieder Ablöse. Also ich persönlich sage, Mané hat man bekommen, ja. Weil Klopp wusste, was los ist. Deswegen hat man Mané vielleicht auch von Liverpool gehen lassen für eine gewisse Summe. Also das sind schon Dinge, die jetzt so ein bisschen gemischt werden, wo jetzt nicht so ganz klar für mich sind. Alfonso Davis ist, warum will Real Madrid ihn? Weil er einer der besten Linksverteidiger ist mit seiner Geschwindigkeit, die man zurzeit auf der Welt sieht. Aber er performt nicht. Und da sind wir wieder bei den Themen, die wir gehabt haben. Upamecano performt nicht, Kim funktioniert nicht. Alfonso Davis wird im Endeffekt nicht die Wertschätzung bekommen, wie er sich vielleicht es wünscht oder zumindest sein Management es wünscht. Also ich persönlich würde sagen, das sind alles eigentlich Spieler, die hohe Qualität haben, die muss man nur hinbringen. Also das heißt, die Bayern sollten alles dafür tun, den Vertrag mit Davis zu verlängern, absolut, den das möglicherweise auch beschäftigt im Moment. Das kann ja durchaus sein. Ja, für mich absolut, weil ich wüsste jetzt nicht, aufgrund schon seiner Schnelligkeit, und Schnelligkeit ist ja gerade das, was im Fußball den großen Unterschied macht. Man sieht es ja auch an Leroy Sané, der auch jetzt zum Beispiel nicht mehr so befreit aufspielt wie vor 2 Wochen, eben vielleicht auch aufgrund der Länderspielergebnisse, aufgrund der roten Karte, die er bekommen hat. Es gibt viele Themen bei Bayern München, die so ein bisschen bei jedem einen negativen Einfluss hinterlassen. Und das wirkt sich aufs gesamte Projekt aus oder auf das gesamte Spiel gestern in Frankfurt aus. Und Patrick, eine Sache noch, weil du es gerade in den Raum geworfen hast. Natürlich beschäftigt das die Spieler. Also man denkt immer, das sind irgendwelche Roboter, die, egal was für Gespräche hinter den Kulissen laufen, die das kalt lassen. Jeder Spieler, der irgendwie in Vertragsgesprächen ist, wo weißen, ja, nein, der kriegt es ja von seinem Berater auch erzählt.
die wissen immer Bescheid und natürlich beschäftigt dich das. Das kannst du nicht einfach abschalten. Und Alphonso Davies Berater wissen ja auch, was die anderen Spieler verdienen. Und die verdienen keine 10 Millionen. Die verdienen in der Qualität, die sie mitgebracht haben. Ich glaube, er will auch in die Dimension. So habe ich das mitbekommen. Ja, ich würde auch sagen, das ist diese 15 bis 20 Millionen, was ein Gnabry hat, ein Coman hat, ein Leroy Sané hat, ein Kimmich hat, das Goretzka hat. Das sind eben diese Summen, wo auch dann jetzt Alphonso Davies, er ist nicht mehr der Lehrling, er ist jetzt auch schon einige Jahre dabei. Natürlich will er mit seinem Management auch in diese Etage aufsteigen. Das ist genau der Punkt bei Davies, das kann ich bestätigen. Der sieht sich in einem anderen Regal derzeit als die Verantwortlichen des FC Bayern. Die sind noch ein Stück weit unzufrieden. Das kommt jetzt eben in die Gespräche, in die Verhandlungen, auf Deutsch gesagt, mit rein. Wir sprechen. Du darfst ich wollte gleich nur sagen, erinnert mich an Toni Kroos. Ja. War das ein genau, wir sprechen Thema. Gleich über Borussia Dortmund. Und dann, Patrick, hast du ganz viel Anteil. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über das gestrige Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ein Spiel für beide sehr, sehr wichtig, weil sie nicht in ganz besonders guten Phasen waren. Und am Ende gestern, Sven Schröter, hatte RB das bessere Ende für sich. RB Leipzig gewinnt das Verfolgerduell in Dortmund und es war eine Menge drin. Nach einer Viertelstunde Svenja Blonski mit der Entscheidung, Elfmeter nach der Attacke von Hummels gegen Openda. Aber das Ganze war außerhalb, nach langem Check war klar, rot gegen Hummels und nur Freistoß. Es blieb beim 0:0. Nach einer guten halben Stunde dann die Führung für Leipzig. Eigentor von Bensebaini. Aber die Dortmunder nicht wirklich geschockt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Süle mit dem Ausgleich 1:1. Die zweite Halbzeit, 54. Minute, Leipzig mit dem Führungstor. Baumgartner im Nachschuss. Dann schon Nachspielzeit, Leipzig mit Paulsen und der vermeintlichen Entscheidung. Aber es war noch nicht die Entscheidung. Dortmund wollte nochmal. Dritte Minute der Nachspielzeit. Füllkrug 2:3. Dortmund hatte noch Chancen. Dortmund kämpfte um den Punkt mit 10 Mann, aber es reichte nicht mehr. Sieg am Ende für Leipzig. Ja. Also natürlich wurde diese Partie gestern davon, Jörg, geprägt, dass eben Hummels früh vom Platz musste. Mhm. Schauen uns die Szene nochmal an. Hummels hat ja selber auch die Schuld sozusagen im Nachgang auf sich genommen. Kann man irgendwelche entlastenden Argumente finden, beispielsweise den Ehrgeiz von Innenverteidigern, speziell von Hummels, so etwas noch zu lösen? Oder ist das, muss man das klar bei ihm ansiedeln? Genau in dem Moment muss man es klar bei ihm ansiedeln. Also eine richtig gelungene, tolle Grätsche kann so schön sein, manchmal wie ein Tor. In dem Fall war er einfach zu spät, zu langsam ein Stück. Notgedrungen zu spät gestartet durch die Fehler, die weiter vorne passiert sind. Und er dürfte diese Grätsche da nicht mehr ansetzen. Vorher Fehler ja klar, glaube ich, bei Meunier, der den Ball erstmal nicht bekommt oder nicht wegrätscht. Ich bin mir sicher, dass Mats Hummels in dem Moment das Gefühl hatte, dass er ein bisschen Superkräfte hat und über sich hinaus wächst mit Blick auf die unglaublichen Grätschen, die er zuvor hatte. Das Spiel in Mailand war ja fast der Mats Hummels wie 2014. Und ich glaube, dass er mit dieser Grätsche so das Zeichen setzen wollte und das Selbstbewusstsein eigentlich auch hatte und dachte, die hole ich mir jetzt und dann ist das ganze Stadion da. Und da kam er dann doch ein bisschen zu spät. Ja, sowas gibt, sollte es nicht geben. Ich glaube, das ist einer der großen Qualitäten, die Mats hat oder immer hatte auch, dass er in solchen Momenten super Timing hat, wann er runtergeht und wann nicht. Da ist er einen Tick zu spät gekommen, was natürlich eine große Auswirkung hatte. Aber ich glaube, das weiß er selbst am besten, hat sich auch direkt nach dem Spiel gemeldet. Ja, das ist halt so, das ist das Spiel des Verteidigers. Du musst Entscheidungen treffen, manchmal ist es die falsche. Mhm. Ja. Was ich ganz, genau, wir sehen den Twitter ja von Mats Hummels, wo er sich entschuldigt. Was ich ganz interessant finde, dass Edin Terzic ihn sehr stark kritisiert hat, also Mats Soll Hummels. Ich was ne? sagen? Und, ja? Wir haben den O-Ton haben vorbereitet. Okay, ja, super, ne? Ja, perfekt. Das ist Fernsehen 2023. Da hören wir jetzt mal rein, denn Edin Terzic hat sich da schon ungewohnt deutlich geäußert. Grundsätzlich finde ich, wir grätschen heutzutage im deutschen Fußball viel zu sehr, dass wir nicht mehr in das Laufduell gehen, auch beim zweiten Gegentor gehen wir das Risiko, dass wir zu Boden gehen. Das sind Dinge, die wir jetzt schon häufiger thematisiert haben, aber ich glaube, das ist etwas, was gerade sehr, sehr modern ist im Fußball, dass die Innenverteidiger früh zu Boden gehen und versuchen dann nochmal eine spektakuläre Rettungstat zu haben, anstatt das Laufduell aufzunehmen und den Gegner unter Druck zu setzen. Also dann auch noch später.
Ja, jetzt ist er auf der anderen Seite so, Lothar, so eine kernige Grätsche kann ja auch mal ganz schick sein. Also ich habe in Erinnerung die sogenannte Monstergrätsche von Boateng, glaube ich, 2014, Hövedes 2016, würde ich jetzt mal ohne Gewehr sagen. Und mal zu grätschen hat ja auch Hummels schon erfolgreich hinbekommen. Absolut, und zwar in wichtigen Momenten, aber hier hatte er keine Chance, gegen den Ball zu kommen. Also es war entweder klarer Elfmeter oder eben außerhalb des Strafraums Notbremse und rote Karte. Aber er hat auch keine Chance mehr, das Laufduell aufzunehmen, weil das war auch schon vorbei. Nur, ja, die Chance gab's auch. Bender ist ja fast schon ein bisschen langsamer geworden, weil er wusste, da kommt eigentlich keiner mehr ordentlich hin. Also, und ja, wäre es vielleicht vernünftiger gewesen, ganz wegzubleiben und Bender die Möglichkeit zu geben, gegen Kobel zu spielen, weil da muss er ja auch erstmal vorbeikommen. Also, ja. Ja, und Kobel mit seinen Armen, mit seiner Form, die er zurzeit hätte wahrscheinlich eine größere Chance gehabt in dieser 1-gegen-1-Situation wie bei einem möglichen Elfmeter. Aber das Schlimmste, was Dortmund passieren konnte nach 12 Minuten, war die rote Karte von Mats Hummels und mit einem Mann weniger zu spielen, obwohl das ist vor allem in der zweiten Halbzeit die Dortmunder sehr, sehr gut gemacht haben. Wird zu viel gegrätscht, so wie Terzic behauptet. Ich erinnere mich, dass Joachim Löw immer gesagt hat, es wird nicht gegrätscht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Grätsche tendenziell aus der Mode gekommen ist. Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung als Terzic. Ja, wir sind aber auch eine andere Generation wie Terzic. Bei uns früher ist mehr gegrätscht worden. Absolut, ist ja auch weniger dann so eine Grätsche mit gelber oder roter Karte gehandelt worden. Also früher ist ganz sicher mehr gegrätscht worden. Man soll grätschen, wenn man den Ball trifft. Dann soll man grätschen, wenn man den Ball nicht erwischt, sollte man nicht grätschen, weil man nimmt sich ja selbst aus dem Spiel, beziehungsweise man schadet der Mannschaft. Ja, es geht doch auch bei Löw zum Beispiel. Es ging doch immer um die Balleroberung ohne Foul, ohne überhaupt in die Nähe eines Fouls zu kommen. Um sofort dann im Ballbesitz zu sein, umschalten zu können. Die Grätsche hier war ja eine Rettungsgrätsche. Das war ja das letzte mögliche Mittel, was gesucht wurde und so wurde nicht gefunden. Und bei Terzic muss ich sagen, es erinnert mich so ein bisschen an das System und ein Taktikthema eben von Tuchel. Das ist so Trainerspeech, das kann ich auch verstehen. Die ticken so. Jetzt ist er wieder bei einem großen Thema, es wird zu viel gegrätscht in der Bundesliga. Nein, es wurde an dieser Stelle im falschen Moment gegrätscht, weil vorher ein Fehler passiert ist und Hummels zu langsam war, um das Ding noch läuferisch abzulaufen. Ich weiß auch nicht, ob er das nur auf Dortmund bezogen hat. Nein, hat er nicht, auf allgemein. Aber in dem Moment nach dem Spiel fängt ein Trainer an, so zu denken und so zu sprechen. Mhm. Aber das hat mich an Tuchel erinnert, dann geht es wieder ums System und so weiter. Aber manchmal sind die Antworten dann vielleicht einen Tag später doch einfacher. Gut, also es war eigentlich eine konkrete Szene. Er hat ein bisschen mehr draus gemacht. Jetzt muss man sagen, klar, das Spiel wurde dadurch dominiert, aber am Ende steht eben, oder beeinflusst am Ende steht, Borussia Dortmund hat verloren, hat sich aufgebäumt, alles wunderbar. Trotzdem 4 Punkte Rückstand. Droht die Saison aus Dortmunder Sicht, zumindest was die Liga anbelangt, zu verrutschen? Ja, auf jeden Fall. Also da ist man, glaube ich, auf dem in Anführungszeichen besten Wege jetzt gerade. Meisterschaft ist für mich überhaupt kein Thema. War es im Übrigen auch vor dieser Saison nicht. Also ich war an dem letzten Spieltag, 28. Mai im Stadion. Ich habe selten so ein traumatisches Erlebnis in einem Fußballstadion gesehen. Das hängt natürlich nach, das hängt in den Klamotten. Und man darf nicht vergessen, ich bin auch sehr kritisch mit dem BVB, aber das kommt in der Diskussion oft zu kurz, dass man mit Guerrero und mit Bellingham nun mal über 40, fast 45 Scorerpunkte in der Bundesliga abgegeben hat. Und die hat man nicht im Ansatz adäquat ersetzt. Bin ich ganz weit von weg, wenn ich mir Benzebaini ansehe, auch Sabitzer, Metscher, die oft verletzt sind, ist einfach noch nicht so diese Verstärkung. Die Mannschaft ist einfach zu sehr Durchschnitt im Vergleich auch mit anderen Teams. Auf dem Papier ist sie besser als Stuttgart, auf dem Papier ist sie ähnlich wie Leverkusen und schlechter als Bayern. Deswegen ist die Meisterschaft für mich kein Thema. Sie müssen eigentlich auch mehr darauf achten, sogar noch, dass sie die Champions League erreichen. Weil eine Saison ohne Champions League für den BVB wäre ein Riesenfiasko. Würdest du denn sagen, du hast die Kaderqualität angesprochen, dass Terzic mehr aus diesem Kader herausholen könnte oder gibt der Kader dann letztlich nicht mehr her als mal mindestens oder höchstens Platz 4? Ja, das ist ich glaube schon, das ist eine gute Frage, weil es ein Mittelding ist. Ich glaube schon, dass mehr drin ist als Platz 4, auch für Borussia Dortmund. Das ist, finde ich, schon der Anspruch. Ich finde, wenn man mal einzelne Kaderposten durchgeht, Marius Wolf, Salih Özcan, auch ein Julian Riasson, das sind alles ordentliche Bundesligaspieler, aber jetzt nicht die Top-Bundesligaspieler, um eben oben anzugreifen. Und auch ein Niklas Füllkrug, der noch mit 5 Toren der beste Torjäger bei den Dortmundern ist, hat noch vor ein paar Jahren in der zweiten Liga gespielt. Also wir reden nicht,
wenn wir mal in der Vergangenheit gucken, habe ich eben gesagt, Guerrero, Bellingham, Sancho, den wir hatten, die Dembélés dieser Welt, die Aubameyangs, die Haalands, dass die alle mal beim BVB gespielt haben und man es da nicht geschafft hat, Deutscher Meister zu werden, ist eigentlich das große Drama. Also ich glaube schon, dass man ein Kaderproblem beim BVB hat. Was ich aber auch höre aus vielen Gesprächen mit Spielern, jetzt mal off record, wenn keine Kamera und sowas da ist, dass sie sich schon eine aktivere Spielweise wünschen von Edin Terzic. Dass sie schon mehr den Ball haben wollen, mehr die Kontrolle haben möchten. Nicht so wie in den Spielen gegen Stuttgart oder auch Leverkusen. Also sie möchten eigentlich, weil das in der DNA des BVB steckt, dem Spiel irgendwie seinen Stempel aufdrücken. Und da sehe ich schon auch Ansätze bei Edin Terzic. Und wie ist es um seine Autorität bestellt? Im Grunde hat er ja eben gesagt, also er will die Grätschen nicht, aber die Grätschen werden gemacht. Das ist eigentlich nie so gut. Man könnte das jetzt böse zu Ende denken und sagen, die Spieler machen zumindest nicht immer das, was der Trainer von ihnen fordert. Das muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob er vorher in den Kabinen Ansprachen gefordert hat. Aber es scheint ja ein Thema zu sein, das ihn beschäftigt. Es ist ein Thema, was ihn beschäftigt. Und ich kann mir auch vorstellen, wen er meint. Also jetzt nicht nur Mats Hummels, sondern eher Nico Schlotterbeck. Weil da kann man mal ein bisschen drauf achten. Das fällt mir bei ihm sehr, sehr oft auf, dass er die Grätsche zuerst am Boden sucht, anstatt vielleicht abzuwarten und dann in den Zweikampf reinzugehen. Das ist jetzt ein bisschen viel reininterpretiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese ganze Thematik Mats Hummels vielleicht nicht so gefällt, weil er war jetzt noch einer, der den Karren so ein bisschen aus dem Dreck gezogen hat die letzten Wochen. Und dass er jetzt von Terzic so klar rausgepickt wird, ist, glaube ich, auch ein Thema, was ihm nicht so gefällt. Ja, ich sehe insgesamt ähnlich wie bei den Bayern. Ich will gar nicht die Parallele zu groß machen, aber ich finde schon, dass der BVB auch in der Defensive ein paar Spiele angezählt, nicht so richtig sicher. Wenn man mal durchgeht, die Viererkette allein, das mit Benzebaini noch nicht richtig angekommen. Dann hast du im Zentrum immer die Diskussion Sülle, Schlotterbeck auch gefühlt noch nicht richtig angekommen beim BVB. Sülle auch immer on-off, mal sitzt er auf der Bank, mal spielt er. Der Einzige, der Stabilität gegeben hat, finde ich, war Mats Hummels. Jetzt, wenn der auch anfängt zu bröckeln, dann wird es auch eng. Da hast du Meunier auf der rechten Seite, finde ich, hat auch nie richtig überzeugt beim BVB. Im Zentrum geht die Diskussion weiter. Emre Can hat man zum Kapitän gemacht. Manchmal sitzt er auf der Bank, manchmal spielt er. Das sind zu viele Themen in der Defensive, die extrem wichtig ist. Ähnlich wie bei Bayern, wo ich glaube, dass es auf Schrecke einfach schwer ist. Wie groß ist denn jetzt der Druck auf Terzic? Der ist, finde ich, so groß, wie er bisher noch nicht war, im Verlauf einer Saison, so mittendrin. Und sie spielen jetzt gegen FCA, gegen Augsburg, ich glaube auch gegen Mainz. Also in den beiden Spielen muss Terzic liefern. Das ist eigentlich sechs Punkte her, um diese Schade jetzt wieder auszuwetzen. Wenn ich jetzt das hier gerade so höre, da habe ich das Gefühl, wir reden über eine Mannschaft, die ja gerade so mal im Mittelfeld spielt und dort abschließt. Nein, wir reden über eine Mannschaft und einen Club, der eigentlich dieses Trauma aus der vergangenen Saison für meinen Begriff ganz gut gehandelt hat, ganz gut in die Saison gestartet ist, der den Anspruch haben muss, mindestens mal ein Bayern-Jäger zu sein, den auch hat, den Anspruch. Und jetzt reden wir schon drüber, dass die möglicherweise Platz 4 nicht erreichen, auf Platz 5 hoffen, der vielleicht Champions League ermöglicht. Das ist ja ein Unding, damit darfst du nicht rechnen. Und in der Liga 6 Spiele. Und bei den 6 Spielen nur einmal gewonnen. 4-2 nach einem Rückstand gegen Mönchengladbach. Jetzt kam die Abfuhr im Pokal noch dazu. Ich finde, sich auf Aufholjagden zu verlassen, immer mal wieder gelingt eine Aufholjagd in einem Spiel oder so, irgendwann in dieser Saison noch mal, das ist für Borussia Dortmund und auch für diesen Kader deutlich zu wenig. Aber bei allem Respekt, ich finde, Kader, von der Qualität des Kaders ist für mich der BVB auch inhaltlich nicht Bayernjäger Nummer 1. Dann müssten wir Kritik zum Beispiel an Kehl adressieren. Das weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass ein Bayer Leverkusen mittlerweile, auch Leipzig, vom Kader her, zumindest in der Breite, mindestens genauso, wenn nicht sogar besser besetzt ist. Ja, okay, ich habe das vor der Saison schon gesagt, dass Dortmund für mich nicht Bayernjäger Nummer 1 ist, sondern Leverkusen. Das sieht man ja auf der Tabelle, wo wir bei Sky gemacht haben. Bei Dortmund, wir haben es gerade gehört, Guerrero, Bellingham, die fehlen. Und Terzic lässt ein anderes Spielsystem spielen, wie in der Rückrunde letzte Saison. Gestern zweite Halbzeit, da ist die Post nach vorne abgegangen mit einem Mann weniger. War man gegen Leipziger, die ja auch in der Champions League nach wie vor vertreten sind, die oben Champions League Plätze spielen mit einem Mann weniger, war man die bessere Mannschaft. Ich glaube,
Und ich bin überzeugt, dass man einfach auch die Geschwindigkeit der Spieler braucht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in Form sind, aber man sollte ihnen das Vertrauen geben. Ein Adeyemi auf rechts, einmal nach links. Julian Brandt fühlt sich im Zentrum wohler wie auf den Flügel. Und vorne Füllkrug macht seine Tore, die hat er in der Nationalmannschaft gemacht, die macht er auch jetzt in Dortmund. Gestern hat es zwar nichts mehr gebracht, aber auch da hat er wieder zugeschlagen. Eine klare Doppelsechs und vier Verteidiger hinten oder vier Mann hinten. Dass man hinten zu wenig Spieler hat, nämlich sechs Defensivspieler und nicht einmal sechs ausgebildete Defensivspieler für vier Positionen. Da ist aber was im Sommer falsch gelaufen. Da ist zu wenig sinnvoll eingekauft worden. Drei Innenverteidiger, Schlotterbeck, Süle, Hummels. Und drei Außenverteidiger, Benzabiani, Moyer und Wolf. Wolf ist immer ein Offensivspieler gewesen. Der ist zwar schnell, ist aggressiv, aber da hat Dortmund meiner Meinung nach ganz große Defizite. Und da können wir wieder einen Vergleich zu Bayern München machen. Ja, und jetzt ist die Situation da, dass Terzic unter Druck steht und das spürt er. Das hat er selber gestern auch geäußert, selber eben auch. Boah, es gab schon den einen oder anderen Tag, der nicht ganz so angenehm war in meinem Leben als Trainer. Jetzt gerade hat man das Gefühl, dass sehr viel zusammenkommt. Das ist halt der Test. Und ich habe kein Problem damit, morgen wieder aufzustehen und es nochmal zu versuchen. Und als Erster vorwegzugehen und alle dazu zu bringen, mir zu folgen. Das haben wir heute gezeigt und jetzt werden wir wieder aufstehen. Das fühlte sich heute wieder sehr schwierig an in ganz vielen Phasen, aber wir haben es bewiesen und wir werden es beweisen und wir werden es Stück für Stück dann hinkriegen, dass wir weniger Rückschläge verarbeiten müssen. Und dafür haben wir heute einen guten Schritt getan. Patrick, ist denn die Führungsetage nach deiner Einschätzung einig in der Bewertung von Terzic? Es gibt Watzke, der als klarer Befürworter gilt. Es gibt Kehl, bei dem man da nicht so hundertprozentig sicher ist. Und es gibt ja im Hintergrund auch immer noch Matthias Sammer als Berater von Watzke. Das ist auf jeden Fall eine hochexplosive Mischung. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil es nicht so Friede, Freude, Eierkuchen nach außen ist, wie das immer gerne gesagt und gezeigt wird. Jetzt vorige Woche haben wir am Montag ja auch exklusiv dann über die bevorstehende Trennung, mittlerweile ist es ja eine, den Rauswurf von Slaven Stanic gesprochen. Das ist der Sportkoordinator gewesen, sollte eine Schnittstelle sein zwischen Mannschaft und den Verantwortlichen, installiert von Sebastian Kehl, der sich seine Leute auch ein bisschen drumherum holen wollte, was ja völlig selbstverständlich ist, mit Blick auch auf dieses Gegengewicht, was es ganz oben gibt. Slaven Stanic wurde jetzt vor die Tür gesetzt, das heißt, diese Position ist vakant. Die muss auch nachbesetzt werden. Man merkt einfach aus vielen Gesprächen, wie ich jetzt auch führe, dass dort eben nicht so mit einer Sprache gesprochen wird, wie das getan werden sollte. Ja, Reibereien gibt es, glaube ich, überall. Wir werden, glaube ich, keine einzige Bundesliga-Chefetage finden, in der jeder jede Woche Mittagessen zusammengeht und Spaß zusammen hat. Das muss, glaube ich, auch nicht der Fall sein. Aber doch ein bisschen mehr mit einer einheitlichen Sprache nach außen sprechen, wird dem BVB, glaube ich, gut tun. Welche Veränderungen stehen dort im Sommer, du hast das eingangs erwähnt, an nach deiner Einschätzung? Ich kann mir nicht vorstellen oder ich habe nicht so die Fantasie, dass es in diesen oder in der Konstellation, wie wir sie jetzt hier hinter uns sehen, weitergehen wird. Ich kann jetzt zurzeit noch nicht sagen, ob das am Ende Sebastian Kehl treffen wird, ob es Edin Terzic treffen wird, auch Hans-Joachim Watzke, dessen Vertrag 2025 ausläuft, der sich sicherlich auch Gedanken machen muss, was über die Zukunft hinaus auch mit ihm passiert, der zurzeit sehr, sehr viele verschiedene Positionen hat bei der DFL, beim DFB, wo er an mancher Stelle auch mal gesagt hat, der ist öfter in Frankfurt als in Dortmund. Also das ist schon eine Konstellation, wo ich sage, ich glaube nicht, dass die über den Sommer hinaus so erhalten bleibt. Ob es am Ende der Trainer sein wird, der dann vielleicht auch Aki Watzke nicht 100% überzeugt oder Sebastian Kehl, der vielleicht merkt auch, ich bekomme nicht so die Rückendeckung und das Vertrauen, wie ich es eigentlich bekommen müsste. Lothar, wann könnte es gefährlich werden für Terzic? Wenn bis Weihnachten, Champions League ist ja noch der Anker, an den er festhält, ja. Und da kann er sich auch wertschätzen, weil in dieser Gruppe weiterzukommen und das Weiterkommen steht ja fest, vielleicht sogar als Gruppenerster jetzt. Aber wenn er in der Bundesliga nicht punktet, dann ist das über Weihnachten oder noch vor Weihnachten eine Diskussion. Also der Abstand zu Platz 4, das ja das Minimumziel sein muss für Borussia Dortmund, ist ja gefährdet. Und wenn sie in den nächsten Wochen nicht punkten, Heimspiel gegen Mainz 05, da war doch was. Ja, und dann irgendwo noch ein Auswärtsspiel. Ich glaube, wo ist das Auswärtsspiel? Augsburg. In Augsburg sind zwei unangenehme Gegner, ja, wo sie immer ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Und da muss Edin Terzic mit seiner Mannschaft 6 Punkte holen, um gemütliche Weihnachten zu feiern. Du hast eben die Einkaufspolitik angesprochen, auch moniert. Wer hat das aus deiner Sicht
zu verantworten? Ja, ich weiß nicht, wie das in Dortmund gehandelt wird, aber im Endeffekt sind es diese Leute, die da hinten in der Verantwortung stehen. Aber nicht alleine ist Sebastian Kehl, sondern da kommen ja auch wahrscheinlich gewisse Ansprüche von oben. Ist Geld da, ist kein Geld da? Was darf man ausgeben, was darf man nicht ausgeben? Für einen Linksverteidiger sollte man kein Geld ausgeben. Deswegen hat man Benzibaini genommen. Es war klare Ansage, Linksverteidiger darf nichts kosten, muss ablösefrei sein. Grimaldo wäre auch auf dem Markt gewesen, aber er war vorher schon wahrscheinlich mit Leverkusen einig. Und von dieser Seite ist natürlich auch Sebastian Kehl sehr unter Druck gewesen. Metscher war verletzt, ein talentierter junger Spieler, hat mir auch sehr gut gefallen in Wolfsburg, hat mir auch bei seinem Nationalmannschaftsdebüt in Köln gegen Belgien in der zweiten Halbzeit gut gefallen. Aber natürlich in Bellingham und Guerrero kann man nicht 1-1 ersetzen. Und deswegen ist ja der Kader in diesem Jahr wieder mal schwächer wie in dem Jahr zuvor. Und das hatten sie, die Dortmunder, ja schon in den letzten Jahren mitgemacht. Über die ganzen Abgänge haben wir gesprochen, Haaland, Bellingham. Wenn die alle noch da spielen würden, dann werden die natürlich Favorit auf die Meisterschaft und vielleicht auch auf die Champions League, aber die sind so eben alle weg. Nicht. Dortmund muss immer wieder neue Spieler finden, aber das funktioniert nicht in jedem Jahr. Und ich glaube, dass man in diesem Jahr, gerade bei den Neuverpflichtungen, auch auf den ganzen Positionen, die man besetzen hätte sollen, ich habe gerade die Defensive angesprochen, dass man nicht unbedingt da im Reinen mit sich ist, dass man da sich keine gute Note geben kann. Es waren Mittelfeldspieler sind gekommen, viele Mittelfeldspieler, aber man hätte vielleicht auch auf anderen Positionen ein bisschen mehr draufschauen können, dass man sozusagen nicht nur Qualität hat, sondern eben auch in der Breite Möglichkeiten. Wie brisant, explosiv, sagen wir mal brisant, ist die Situation beim BVB? Also wenn das jetzt so ein Schild wäre auf dem Tankwagen, wo die höchste Stufe mit 10 zu benennen wäre, wäre ich immer noch bei 6 oder 7. Okay. Also ich würde das jetzt, die Chance, sich gemeinsam zu finden, auf einen gemeinsamen Weg wieder zu einigen, die sehe ich absolut. Und es ist auch kein Kehler alleine, kein Watzke, der von oben alles bestimmt hat bei diesen Transfergeschichten. Das wird im Team entschieden. Natürlich hat ein Sebastian Kehl deutlich mehr Verantwortung. Aber ich sehe da noch gute Chancen, dass die eine einheitliche Linie bekommen, für die Dortmund in den letzten Jahren, auch beim Misserfolg, wenn nicht alle Träume erfüllt wurden, immer wieder gestanden hat. Absolut. Also Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc, Vorgänger von Sebastian Kehl, waren jetzt auch nicht die allerbesten Freunde und haben es über 20 Jahre, 15 Jahre hinweg geschafft, ordentlich zusammenzuarbeiten. Also deswegen müsste man sich da schon zusammenraufen können. Ich habe noch einen Gedanken, den ich loswerden möchte, was Sebastian Kehl betrifft. Na klar ist er auch mit in der Verantwortung als Sportdirektor, wurde in der einen oder anderen Entscheidung aber auch dann übertroffen, die er vielleicht anders machen wollte. Haben wir in der Vergangenheit ja auch schon hinlänglich thematisiert, Alvarez und so weiter und so fort. Was Kehl aber gemacht hat, und deswegen ist dieser Job nicht ganz so einfach, er hat eine klare, das hast du ja eben auch ein bisschen angesprochen, Lothar, eine klare Vorgabe bekommen, auch das Gehaltsniveau innerhalb des Kaders ein Stück weit zu senken, Spieler wie Hazard wegzubekommen, Spieler wie Nico Schulz wegzubekommen, Altlasten aus der Vergangenheit, die Verträge von Marco Reus, von Emre Can, auch von Mats Hummels anzupassen. Und das ist eine Geschichte, die man ihm auch anrechnen muss, dass die nicht mehr diese Sprünge machen können, wie beispielsweise Leverkusen, die mittlerweile, es verschiebt sich so ein bisschen, auch auf dem Niveau sind, wie Dortmund vielleicht mal früher war. Leverkusen ist ein gutes Stichwort. Wir werden Borussia Dortmund weiter intensiv beobachten. Und ganz klar ist, dass die Spiele vor der Winterpause die Atmosphäre dann sehr deutlich beeinflussen werden. Bayer Leverkusen war heute zu Gast beim VfB Stuttgart. Absolutes Spitzenspiel und es hat gehalten, was es versprochen hat. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und haben immer Zeit für guten Fußball. Heute Nachmittag war so eine Partie. VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen, Dritter gegen Erster oder Kai Dittmann, das Duell der Überflieger. Nach den Bayern wäre fast auch Spitzenreiter Leverkusen ausgerutscht. Das Ganze bei einem bärenstarken VfB aus Stuttgart in Weiß. In der 7. Minute Dreifachchance für die Stuttgarter. Girassi, Undav und Wagnermann. Tapsoba und Radetzky retteten. Bayer fand offensiv so gut wie gar nicht statt, hatten in der 9. Minute die beste Chance des ersten Durchgangs. Ein Pfostentreffer von Amin Adli. Erst in der 40. Minute beendete der VfB seinen Chancenwucher, nachdem Wagnermann führig freispielt. Keine Gegenwehr der Leverkusener, die hochverdiente Führung in einem extrem temporeichen Spiel. In Durchgang 2 Leverkusen mit Dreierkette wieder und total verbessert. Florian Wirtz leicht angeschlagen mit dem Ausgleich. Leverkusen super effektiv
war in Durchgang 2 die deutlich bessere Mannschaft. Bei Stuttgart schwanden so langsam die Kräfte. Leverkusen wollte, hatte Pech mit Aluminium Nummer 2 durch Xhaka. 1-1 am Ende, Alonso bleibt ungeschlagen und weiterhin Tabellenführer. Machen beide, finde ich, einen sehr stabilen Eindruck, Jörg. Spektakulär in Teilen, aber eben auch souverän. Kann Bayer Leverkusen tatsächlich durchziehen und die Bayern, sagen wir mal, zumindest bis zum Ende dieser Saison gefährden? Ja, davon bin ich nach allem, was ich in dieser Saison gesehen habe, überzeugt, dass sie absolutes Potenzial haben. Grundsätzlich muss man gerade auch bei Leverkusen schauen, wie geht der Afrika-Cup ab, wie geht der Asien-Cup ab. Das betrifft viele Mannschaften, ist klar. Bei Leverkusen würde ich da besonders hinschauen wollen. Dieser Verein strahlt Ruhe aus. Ich meine, wir haben eben über den BVB gesprochen, den FC Bayern, über die Trainer. Xabi Alonso ist im Moment über jede Kritik erhaben. Dieser Verein hat eine Ruhe und sie spielen, das will ja der BVB, will Bayern ja auch immer machen. Leverkusen spielt in dieser Saison nicht nur erfolgreich, sie spielen auch schön erfolgreich. Und das macht Spaß und ich traue ihnen nochmal diese Stabilität auch zu. Ich auch. Ich finde, die haben, wir haben ja vorhin schon mal über diese Achse gesprochen, haben da schlaue Transfers gemacht, wie so ein erfahrener Xhaka im Zentrum, der der Ruhepol ist und der dann das Spiel auch mal langsam macht, wenn es nötig ist. Und haben einen Trainer, der natürlich auf absolutem Weltklasse-Niveau selbst gespielt hat, und das ist noch nicht lange her, der, glaube ich, Dinge vermittelt, die es möglich machen, bis zum Ende durchzuziehen. Und der wird der Letzte sein, der irgendwie der Mannschaft das Gefühl gibt, dass sie jetzt schon irgendwas gewonnen haben. Und das macht, glaube ich, Leverkusen so gefährlich. Gehe ich bei allen mit, aber ich finde den Punkt von Jörg sehr, sehr interessant und spannend mit dem Afrika-Cup, weil eigentlich die Stamm-Innenverteidigung dir wegbricht. Also Kossounou, Tapsoba ganz vorne drin, Boniface, Adli, Teller. Und das in einer Phase, wo du, ich glaube, vorher nochmal nachgeguckt, Leipzig, Bayern und Gladbach in der entscheidenden Phase hast. Mhm. Wenn sie das überstehen und die Spieler zurückkommen, dann würde ich fast sogar behaupten, dass sie deutscher Meister werden. Wenn diese Phase anders ausgeht, dann, also das ist eine ganz entscheidende Geschichte der Afrika Cup. Wir haben Jonathan Tah im Übrigen danach gefragt, wie er denn die Chancen von Bayer Leverkusen einschätzt, deutscher Meister werden zu können. Wir wollen immer gewinnen, wir wollen immer 3 Punkte mitnehmen, aber es war heute wirklich ein sehr, sehr toughes Spiel, wo man sagen muss am Ende, wir müssen uns mit dem einen Punkt zufrieden geben. Aber nochmal einen Punkt mehr, Vorsprung Richtung Meisterschaft. Ja, das stimmt. Wollen Sie Meister werden? Ich spiele nirgendwo mit, nicht zu gewinnen. Gut, also ich weiß, also wollen wir es als Kampfansage werten, also Kampfansage light. Ne? Also jedenfalls haben die Leverkusener langsam aber sicher wirklich gefallen. Ja, auch am Gewinnen gefunden, Lothar. Warum hast du die denn von Haus aus so stark eingeschätzt? Einkaufspolitik, Erfahrung, die sie eingekauft haben. Sie haben ja nicht nur Xhaka, Grimaldo, Hoffmann, erfahrene Spieler. Boniface kenne ich aus der Europa League oder Conference League. Hast du hier von der ersten Sekunde an gesagt, weiß ich. Ich habe gesagt, der Spieler ist eine Granate. Ich weiß nicht, warum das denn auch in Belgien spielt und noch nicht in Deutschland. Er war verletzt, das war, glaube ich. Ja, zwei Achillessehnenrisse, aber die hatte ich auch und bin auch irgendwie zurückgekommen. Also damit kenne ich mich aus. Ja. Leverkusen hat ja, und dafür hat man ja Mediziner, den Test gemacht und haben ihn im Endeffekt so eingestuft, dass es jeden anderen genauso passieren kann wie Boniface. Nein, eine tolle Mannschaft, toller Trainer. Trainer ist letztes Jahr während der Saison gekommen, hat nicht die Vorbereitung gehabt wie jetzt. Jetzt konnte er seine ganzen Ideen reinbringen in die Mannschaft. Toll aufgestellt, tolle Einkäufe, Ruhe im Verein, was ja immer sehr wichtig ist. Attraktives Spiel, erfolgreiches Spiel, nicht nur in der Bundesliga. Lassen sich auch durch einen Rückstand nicht nervös machen. Das war in München so, das war jetzt auch gegen Stuttgart, war gegen Dortmund. Die haben ja diese 3 Unentschieden, haben sie ja eigentlich immer nach dem Rückstand noch geholt. Also eigentlich auch was sehr Positives, dass die Moral in der Mannschaft stimmt, dass eine Achse da ist. Radetzky spielt die beste Saison, seitdem er in der Bundesliga ist. Mhm. Und ist ja schon ein paar Jahre da. Da ein absoluter Abwehrchef, dann eben Xhaka, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann hast du mit einem Würz und Boniface da vorne, und ich rede jetzt gar nicht von einem Frimpong mit seiner Geschwindigkeit. Aber das wollte ich gerade ansprechen, Lothar, weil du Grimaldo gesagt hast. Sind nicht Frimpong, Grimaldo auch fast so die, wie ich sagen, die geheimen Garanten des Erfolges, aber doch ganz wesentliche Bestandteile? Ja, erstmal stimmen die Mittelaktion, dann noch diese Qualität auf den Seiten zu haben und mit Hoffmann ja auch einen deutschen Nationalspieler. Und dann
Ersatzbank. 1:1 haben die Möglichkeiten, Spieler zu ersetzen. Patrick Schick kommt ja jetzt zurück. Deswegen hat er ja heute auch wieder 20 Minuten für Boniface gespielt, weil man weiß, man braucht ihn im Januar und Februar, wenn Boniface vielleicht 3-4 Wochen weg ist. Also die Mannschaft ist hervorragend zusammengestellt und deswegen traue ich Ihnen von Anfang an, bevor die Saison begonnen hat, zu oder habe Ihnen das zugetraut, dass Sie Jäger Nummer 1 von Bayern München sind. Grimaldo spielt ja eine vergleichbare Position. Sie waren ja auch jetzt nicht unbedingt jemand, der immer nur runtermarschiert ist, die Flanken reingehauen hat, sondern auch gern nach innen geschwommen ist sozusagen, wie Grimaldo das auch tut. Was ist Ihr Urteil über diesen Spieler? Ja, ist logischerweise, wenn ein Spieler, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähnlich war, aber so von der Spielweise zumindest einigermaßen ähnlich, dass ich das sehr gerne sehe. Ich finde, das war ein Sensationstransfer, passt genau in das Konzept und ist auch einer der wenigen auf der Position, die das so interpretieren können, auch diese Spielintelligenz haben, das so zu interpretieren. Und ja, ich glaube, es passt auch perfekt zu dem, was Alonso sich vorstellt von einem sogenannten Linksverteidiger. Sprechen wir auch, Jörg, über den VfB. Wie hat es Sebastian Hoeneß in erster Instanz hinbekommen, aus einem Fast-Absteiger einen Aspiranten auf das europäische Geschäft zu formen? Er hat es überragend hinbekommen. Ich möchte mal kurz in die Sommerpause gehen, kurz vor Ende des Transferfensters. Der Verlierer hat Mavropanos verloren, Borna Sosa geht. Gut, das war klar, dass er weg wollte. Und dann kommt Endo und sagt, ich möchte auch weg. Mhm. Und wie Sebastian Hoeneß das moderiert hat, ohne jetzt die Spieler, die da sind, schlecht zu reden, zu sagen, das ist alles ganz schlimm, wir verlieren tolle Spieler und wir brauchen und so. Er hat es mit dem Verein super ausgedrückt in der Öffentlichkeit und so weiter. War schon mal eine große Aktion von ihm. Ich glaube, er ist auch sehr gut beraten von Dieter Hoeneß. Ich glaube, dass da ein guter Kontakt ist. Und ja, er überzeugt einfach auch durch seine Führung bisher. Auch da ist eine Ruhe im Verein und beim Trainer, die sich einfach ausstrahlt. Ja, und Gerasi, vor allen Dingen hat man im letzten Jahr, nachdem er aus der Verletzung zurückkam, gesehen, ist schon eine richtige Granate. Ja, der hat Bruno Labbadia damals gefehlt, aber das ist jetzt ein kleiner Rückgriff nur auf die Vergangenheit. Sebastian, du hast den Eindruck, dass Sebastian Hoeneß einen besonders guten Draht zur Mannschaft entwickelt. Worauf gründet dieser Eindruck? Ja, dadurch, dass ich natürlich 2 Jahre da gespielt habe, kennt man noch den einen oder anderen und hört dann immer mal wieder rein. Und alles, was man hört, ist einfach, dass er es schafft, der Mannschaft absolutes Vertrauen zu geben, seine Spielidee zu vermitteln. Und ich finde, das größte Kompliment, was man als Trainer geben kann, ist, indem man Spieler besser macht. Und wenn man diese ganze Mannschaft mal durchgeht, also da waren ja auch schon einige vorher da. Und wenn man sieht, auf welchem Niveau die spielen und wirklich jetzt auch über eine relativ lange Zeit, da muss man sagen, ist das sein Verdienst, dass er es geschafft hat, bei den Spielern was zu wecken, was vorher scheinbar nicht da war. Und deshalb ist er für mich die Person, die den größten Anteil an diesem Erfolg hat bis hierhin. Wohin führt der VfB in dieser Saison? Na, ich glaube, dass der VfB vielleicht letztes Jahr ein bisschen unterperformt und dieses Jahr ein bisschen überperformt hat. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Ich glaube davon, dass sich das im Laufe der Saison reguliert, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Schwaben grundsätzlich, so wie ich sie auch kennengelernt habe, jetzt davon träumen, Meister zu werden. Die können das schon, die sind eher so ein bisschen pessimistischer, die können das schon richtig einordnen. Aber sie genießen das natürlich gerade nach dem letzten Jahr, dass man jetzt so tollen Fußball spielt und dann auch da steht, wo man steht. Ja, und Lothar Michael Leopold, das darf ich verraten, hat sich schon ins Studio begeben und er hat ein Interview ja mit UNDAF geführt unter der Woche und da hat UNDAF ja verraten, also dass er für Deutschland spielen möchte und dass es auch schon Kontakt seitens des Bundestrainers gegeben hat. Wird es dazu führen, dass UNDAF bei der Europameisterschaft für Deutschland auflaufen wird? Wenn er weiter so performt mit der Mannschaft, das ist ja auch wichtig, welchen Flow die Mannschaft hat und wenn sie weiterhin so erfolgreich spielt und er vorne trifft, dann ist er ganz sicher auch ein Kandidat für den Kader für die Europameisterschaft. Aber jetzt nochmal zu Sebastian Hoeneß zu kommen. Andon stärker geworden, Nübendorf stärker geworden, Mittelstädt stärker geworden, vorne hohe Geschwindigkeit und eine Kompaktheit. Stiller geholt von Hoffenheim, den hat er hier schon bei den Bayern 2 gehabt, den Stiller. Ja, und wichtiger Spieler für ihn. Also er hat im Endeffekt alle Spieler so bekommen, wie er sein System sieht und hat in diesen Spielern
dieses System gegeben, weil er wusste, ich brauche hier Geschwindigkeit, hier brauche ich einen Arbeiter. Melo, ein ganz wichtiger Spieler, hat auch Spieler, die auf verschiedenen Positionen spielen können. Und von dieser Seite ist Stuttgart für mich ein absoluter Kandidat, weil da glaube ich auch, dass da auch mal ein oder zwei Spiele, wenn sie nicht gewonnen, keine große Unruhe kommt, weil man aufgrund der letzten zwei Jahre weiß, wo man herkommt. Aber diese Mannschaft hat hohe Qualität. Und wenn dann Ruhe bleibt, wenn mal ein Spiel oder zwei Spiele verloren gehen oder nicht gewonnen werden, und sie haben keine große Belastung, außer noch vielleicht gemütliche Pokalspiele, die sie gerne mitnehmen. Ich glaube, der Mannschaft ist es zuzutrauen, da oben zwischen den ganz Großen reinzugrätschen. So, ich habe eben schon angekündigt, Michael Leopold ist zu uns ins Studio gekommen, hat das Interview mit UNDAF geführt. Der will, ne? Es war so zu vernehmen, ja, absolut. Den Eindruck hatte man. Und wir haben auch noch nicht verraten, wie das gerade zu Ende gehende Spiel ausgegangen ist. Wollen wir auch nicht, aber was erwartet uns bei den XXL Highlights? Ich habe ja mal gelernt, man soll immer ehrlich mit seinen Mitmenschen umgehen. Insofern mit euch, mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Also ich kann Spannung versprechen, aber keinen Leckerbissen. Oh. Ja, aber wir gucken. Ne? Wie gesagt, spannend ist da allemal. Zum VfB Stuttgart, was ich noch ganz spannend fand, wenn du mit den Jungs auch so sprichst. Ich habe den Eindruck, und da habt ihr alles ja schon andiskutiert gehabt, auch heute in diesen Thematiken. Wenn du das stärkst, was du hast, Endo weg, Mavropanos weg, Sosa weg, dann kann sich in einer Kabine auch eine neue Hierarchie entwickeln und neue Dynamiken entstehen. Und das ist beim VfB Stuttgart passiert. Und ich glaube, das sollte auch ein Vorbild für manche andere sein. Stärke das, was du hast, und nimm das Neue an und dann kann was Gutes daraus entstehen. Das betonen sie beim VfB alle. Sehr guter Gedanke und den nehmen wir mit in die nächste Woche, damit wir nämlich gleich pünktlich bei den XXL Highlights sind, denn die werden sich, da bin ich ganz sicher, lohnen bei Michael Leopold und bei Mirko Slomka. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.